Hallo, aber die Ehren, herzlich willkommen zurück hier zu Atomic Heart. Unsere Mission ist, einen Weg aus dem Komplex zu finden. Ja, wenn ihr die Kerze gefunden bei dem Kollegen, der verstorben ist, den wir eigentlich gesucht haben, wir können jetzt hiermit wohl erstmal hier durch und dann. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Ja. Unten zu den Türen. Warum zwei? Ist das wurscht? Feuer? Feuer. Brauche ich den zweiten jetzt auch, oder was? Der ist hier. Kommen wir nicht mehr rein. Wir haben ja alles. Aua. Okay. Wir haben ja noch das neue. Schweben. Dann können wir die abknallen, weißt du? Das müssen wir dann mal testen. Das lädt sich. Ah, schon relativ langsam auf. Hier würde ich ja auch durchkommen. Jetzt machen wir erstmal hier. Daten für das interne Mikroklima des PEC-4-Energiegenerators sind suboptimal. Erzeugung von Strom ist nicht möglich. Die Energie der Kerzen reicht nicht, um das Haupttor mit Strom zu versorgen. Aber durch ihre Installation wurde ein System aktiviert, das das Birke-Lebenserhaltungssystem mit speziellen Polymeren versorgt. Das Lebenserhaltungssystem hat vier Hauptfunktionen. Das Aufrechterhalten der optimalen Temperatur, das Beseitigen von Insekten. Mit anderen Worten, vier Sockel, vier Behälter. Hallo? Ich möchte erstmal hier lang. Sieht ein bisschen friedlich aus, gefühlt. Charles, ich bin in der Hitzewerkstatt. Es könnte unangenehm werden, wenn ich hier zu lange drin bleibe. Nein, die Labortische in der Hitzewerkstatt oder dem Thermarium brauchen zwar hohe Temperaturen, aber die Temperatur der Werkstatt selbst ist recht angenehm. Speichere Daten. Munition. Das müssen wir uns kurz anschauen. Also, was hältst du von unserer Birke, Süßer? Die in dem riesigen Glasding? Was ist damit? Sie wartet auf einen Helden, genau wie ich. Auf jemanden, der sie aus der beißenden Kälte rettet. Ach, jetzt ist aber mal gut. Eine gestörte Blechbüchse reicht mir. Ich wusste, du würdest mir treu bleiben. Zieh den Handschuh aus, dann sind wir für immer zusammen. Darauf würde ich nicht warten. Also, warum ist diese Birke so wichtig? Sie ist überhaupt nicht wichtig. Du musst sie aufwärmen, kannst sie aber ignorieren. Sie ist ein dummer Baum. Nicht wie ich. Schöne Scheiße. Wenigstens redet der Baum nicht. Ohne mich wärst du einsam, Süßer. Wäre ich das? Boah. Fettbeuer. Na ja, okay. Munition brauchen wir jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Sozialkontrolle melden. Zuwiderhandlungen werden als erschwerender Umstand betrachtet. Steht gar nichts. Okay. Willkommen, Sowjetathleten. Okay. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich anfange, wo ich aufhöre. Oder gibt es wieder hier eine Abbiegung?
Und dann geht's wieder hier irgendwo lang. Wow. Ja, servus. Sieht aus, als wäre seit Jahren niemand mehr hier gewesen. Der Grund könnte eine Fehlfunktion des Schwerkraftmodulationssystems oder eine übermäßige Produktion von Polymerdünger sein. Feuerkartusche. Wir haben alles. Gut, weiter geht's. Vorsichtiger Blick, man weiß ja nicht. Oh, ich kann mittlerweile eine Neuro mit Kapseln bauen. Schätzung sein? Aha, okay, es ist tatsächlich eine Abkürzung. Wir wollen runter, möchte aber erstmal hochschauen. Und sorry, wenn ihr euch zuhust, aber eigentlich dürfte ich gar nicht vor dem Computer sitzen, weil ich total nicht gut drauf bin und Fieber und so. Aber für euch gerne. Ja, es muss ja auch weiterlaufen. Bus? Nix. Hier waren noch gerade Gegner auf der Treppe. Erst nochmal. Oh! Die Heizkessel stehen kurz vorm Platzen. Was sollen wir tun? Ich habe keine Daten. Hier war ich noch nie. Gut, ich kümmere mich darum. Sind die jetzt One-Hit? Okay, die Heizkessel platzen fast. Sie brauchen Wasser? Boah, servus. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist Kryogen, richtig? So ist es. Das ist eine Fahrenheit. Eine mit Kryopolymer gefüllte Kerze, die in Hochtemperaturöfen die Temperatur verringern und den Druck ausgleichen soll. Ich versuche, sie in die Heizkessel zu bekommen. Wie komme ich in das Rohr? Zu spät. Dann halt auf die Art und Weise. Servus. Okay, ich habe die Öffnung gefunden. Was mache ich jetzt? Wie oft und wie lang? Thank you.
Ja, das hängt ja auf halbem Weg fest. Ach, was mache ich jetzt? Das Zeug selbst zum Heizkessel zerren? Ja, ne? Das hat funktioniert. Noch zwei. Echt, meinst du? Wo muss der lang? Ja, servus. Ich habe nichts geändert, bevor ich gespeichert habe. Also letztes Video und habe noch mindestens 3 Hits gebraucht. Gut, dass die Öffnung des Rohrs nebenan liegt und nicht hinten bei der Birke. Wir nehmen jetzt den und zwar hier lang. Ja. Ja. So, schön hier lang. Dann wollen wir hier rüber. Und rein mit dir. Nummer 2 ist bereit. Wieder 3 Hits gebraucht. Headshot? Kann das am Headshot liegen? So, das ist der weiteste entfernte. Da müssen wir hier abbiegen. Achtung, wir weisen darauf hin, dass der illegale hier runter. Die Verbreitung von Experimentdaten verbrennt. Hier abbiegen. Auf der Treppe da hinten. Aber der hängt an dem Brötchen. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Ich hab satt, Bälle in Rohre zu schieben. Wir machen das, damit wir den Vavilov-Komplex verlassen können. Aber warum kann ich nicht einfach, naja, durch eine ganz normale Tür gehen? Leider haben wir hier gerade nur eine unnormale Tür zur Verfügung. Also damals sagt, müssen wir hier rein. Na endlich. Jetzt kann ich was tun? Hochgehen. Okay, das nehmen wir natürlich alles noch mit. Charles, wer singt da? Den habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung. Das ist eine Sendung vom Radio der Zukunft. Von der Akademie der Konsequenzen. Das könnte alles Mögliche sein. Die Zukunft ist gewaltig. Ich habe jetzt wirklich kein Nerv, das gelesen. Nur ganz ehrlich. Ist irgendein Special, was ich noch machen könnte? Sag, da schmeiß ich doch. Wahrscheinlich. Okay, den holen wir noch. Sonst müssten wir hier soweit alles haben. Dann gehen wir wieder hoch. Genosse Major? Ja. Hast du was Konstruktives zu sagen? Habe ich dich irgendwie gekränkt? Warum lässt du deine Frustration an mir aus? Tut mir leid, ist nicht deine Schuld. Ich ärgere mich nur über mich selbst. Warum? Du hast Petrov nicht umgebracht.
Er wurde von seiner eigenen Waffe getötet, einem feindseligen Roboter. Das spielt keine Rolle. Ich sollte ihn lebend fassen und habe versagt. Und das ist noch nicht alles. Sechenov hat mir das Leben gerettet. Er ist wie ein Vater für mich. Soweit ich mich erinnere. Ich habe ihn enttäuscht. An wie viel von deinem Leben kannst du dich erinnern, Genosse Major? 2 Jahre, vielleicht etwas mehr. Ich weiß nicht mehr viel aus der Zeit vor der Verletzung, aber wie gesagt, er ist wie ein Vater für mich. Wenn ich eins sicher weiß, dann das. Na schön. Aber es ist unlogisch, wegen etwas mit dir zu hadern, wofür du nichts konntest. Logisch oder nicht, das ist doch egal. Dr. Sechenov hat sich auf mich verlassen und ich habe nicht geliefert. Jetzt ist er enttäuscht von mir und ich fühle mich scheiße. Wenn es nur das ist, dann denk einfach nicht mehr dran. Da bist du nicht der Einzige. Wie meinst du das? Liegt das nicht auf der Hand? Genosse Sechenov ist immer von allen enttäuscht. Man kann ihm nichts recht machen. Sein Perfektionismus ist krankhaft, das weiß jeder. Jeder einzelne Mensch in seinem Leben hat ihn enttäuscht. Was? So ein Schwachsinn. Neuropolymer-Handschuhe sind nicht imstande zu lügen. Oh, ja, da ist was dran. Michalic, ich geh mir etwas zu essen holen. Willst du auch was? Lass mal gut sein. Ich bin damals bis nach Berlin marschiert. Da schaffe ich es auch bis in die Cafeteria. Verstanden? Entspann dich. Ich wollte nur nett sein. Was soll es sein, Major? Waffen oder Fecht? Geh einfach. Ich hol dich schon ein. Wahrscheinlich komme ich sogar vor dir an. Wie du willst. Manche Leute, ehrlich. Bin ich etwa kein Mann mehr? Nur weil ich mein Bein verloren habe? Man muss mich nicht verhätscheln. Ich komme auch ohne ihre Hilfe in die Cafeteria. Ich will kein Mitleid, sondern Respekt, verdammt. Ich werde euch noch davonlaufen. Wartet nur ab. E41. Auch nicht viel. 100 Gesundheit. Ach, das sind die Kartuschen, die ich dann einsetzen kann. Das testen wir jetzt. Ah, hätte ich gerne. Eine. Schön. Und da kann ich jetzt... Ja, nein. Zum Lager hinzugefügt. Ich hab halt hier alles voll, ne? Zugang gewährt. Du, jetzt einmal die weg. Weil die brauche ich einfach nicht, hörst? Wo ich 6 Schuss jetzt hätte. Die 2 Schuss da jetzt einmal weg. Ich nehme die Feuerkartusche mit. Je nach Kartuschentyp, gewählte Kartuschen haben eine, wenn du Feuerselektion, um die Kartusche zu installieren, brauchst du eine passende Verbesserung für die ausgewählte Waffe. Verwende das Kreismenü, um eine Kartusche auszuwählen und zu installieren. Ja. Das war der Kreisschlag. Ich nehme aber das Kreismenü. Jetzt habe ich auf der 2 die Schrot. Ah ja, und da möchte ich gerne dich. Auf der 3. 1, 2, 3, 4. Können wir mal nachladen? Gut. Jetzt bräuchte ich die Vorrichtung.
Die habe ich doch hier, dass ich eine. Tuschenwaffe. Tuschenmodul. Hochmoderne Geheimwaffe, den dürfte mir mehr versuchten Schaden. Die Installation eines Kartuschenmoduls ist eine Klinge der Waffe mit einer dünnen Schicht speziell. Bla bla bla. Ja! Ich möchte gerne kapieren, wie ich diese Kartusche da installiere. Was soll es sein, Major? Ja, laberababa. Mittlere Maustaste. Ja, bitte dann. Vorgang auswählen. Aber kein Platz im. Haben wir jetzt noch eine? Was ist jetzt los? Danke an die Kartusche, das testen wir dann mal. Zugang gewährt. Und jetzt schauen wir nochmal, ob wir hier nochmal was auf Power machen können. Kann ich das Laden schon öffnen? Nein. Erhöht den Energiebonus. Erhöht den Elementarschaden. Beschleunigt das Aufladen von Spezialangriffen. Wie schaut es bei der Elektro aus? Bei der Betäubungsaufsuch, ha? Ja, den müssen wir fast nehmen, ha? Ja, der wäre halt schon geil, gell? Bitte nicht überhaupt. Erhöhte Feuerrate. Erhöhte Schaden. Wenn sie die haben. Wow. Okay. Ja gut, sicherlich. Speichern. Speichere Daten. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter, hä? Jetzt haben wir hier lange rumgefuchtelt.
mir sicher, dass sie da runter will. Wozu dient die Hitzewerkstatt? Hier werden hitzeresistente Polymere hergestellt. Aber in erster Linie widmet sich die Forschung der Zucht hitzeresistenter Pflanzen. Schau an. Die Polymere hier werden mit den ätherischen Ölen des Kaktus Cactaceae Kereros angereichert. Aha. Dank der Polymere können Pflanzengruppen gezüchtet werden, die an hohe Temperaturen angepasst sind. Wollen Sie die Wüste begrünen oder was? Sowas in der Art. Sie wollen den Mars terraformen. Was soll denn heißen, es ist heiß? Hier ist also zu heiß. Dann geh doch. So, dann wären wir hier doch fertig, oder? Sehen wir zu, dass wir zurückgehen, bevor es hier auch wieder losgeht. Mal in den Ural und arbeite da als Stahlarbeiter. Von mir aus auch nur halbe Schichten. Das würde dich zum Mann machen, sag ich dir. Aber du hockst da mit deinen hübschen Blumen und jammerst über die Hitze. Wir Krakotovs geben einen Scheiß auf die Hitze. Uns hält nichts auf. Wir hüpfen geradewegs in einen Ofen oder Vulkan, wenn es sein muss. Also hör auf zu jammern. Sobald Kollektiv aktualisiert ist, ist alles wieder prächtig. Und wenn jemand anfängt zu jammern, ist er einen Scheiß wert. Ha! Ich kann nicht an die Kiste da oben hinkommen. Ja, weiter. Ein bisschen Progress machen. Jetzt haben wir so lange an dem Nordautomaten gestanden. Genosse Major, hast du Dr. Filatova schon gefunden? Die Petrov geholfen hat, hunderte Menschen abzuschlachten? Nein, die schleicht noch irgendwo rum. Ich betone, dass Dr. Filatova nichts geschehen darf. Wenn ihr Leben in Gefahr ist, musst du sie verteidigen. Was? Das Miststück retten, dank dem ich knietief durch Blut und Gedärme warte? Was soll das? Der Verräter Petrov hat Dr. Filatova nur benutzt. Sie wusste nichts von den wahren Absichten und der Verderbtheit dieses mordenden Irren. Sie muss vor ein Gericht gestellt werden. So, zu gut für sie. Das steht ihr zu. Dr. Filatova ist eine anerkannte Neurochirurgin. Dr. Sechenov vertraute ihr die Kollektivforschung zur Verbindung von Mensch und Roboter an. Ihr darf nichts geschehen. Habe ich mich klar ausgedrückt, Genosse Major? Ich werde dran denken. Na also, wie sie blüht. Was für eine Schönheit. Die Photosynthese hat begonnen. Der Zustand des Baums verbessert sich rasant. Okay, jetzt gehen wir in die, was ist die zweite Werkstatt? Eigenwerkstatt, okay. Ja, servus. Jetzt bin ich hier. Sie hat echt viele Save Points. Elektrische Kartusche. Bitte Vorgang auswählen. Muss mal kurz gucken, wie viel Polymer ich habe. 85. Okay, ich glaube, die nächste Kartusche dauert noch einen Moment, bis wir die finden. Die werden wir uns in der nächsten Folge holen. Wir haben jetzt eine Kartusche uns schon mal gekrallt. Und ja, nächstes Video schauen wir, dass wir einfach mehr Kartuschen erwischen. Mehr ein bisschen mal vorankommen. Ich will halt immer alles auch gucken, machen, tun. Ich hoffe, es stört euch nicht zu arg, dass wir alles ordentlich durchschauen und alles mitnehmen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar, Like und oder ein Abo da. Ja, ich werde jetzt mich ein bisschen ausruhen, dass ich wieder finde. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gerne dran. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, habe die Ehre und Servus.